Filip, wat zei je zo much? Ja, veel naar vertrouwd, hè? Ja, het is een goed aanvang natuurlijk. Goed uitgezien, maar dan heb ik gevoeld dat ik een beetje passief geworden. Daardoor, ja, het braucht meestal niet veel. 1-2% weniger hier, een beetje weniger. Dan hebben we het zelfs passiert, we hebben 2 gefressen. Und, ja, wie gesagt, aber schlussendlich können wir gut haben. Und sehr ein wichtiger Sieg für uns, gibt viel Moral vor allem. Und, ja. Ja, in der Runde ist es 2-1 für Langenthal, ganz ein wichtiger Heimsieg. Es war mir noch ein bisschen zu wenig von der Analyse. Wann hast du jetzt das Gefühl gehabt, dass es das Momentum gekehrt hat? Im zweiten Drittel oder erst im dritten Drittel? Was sagst du? Ich habe das Gefühl im dritten Drittel. Mhm. Also sie sind natürlich einfach rausgekommen, wie die Feuerwehr hat. Sie wussten, sie müssen 3 Goal machen. Sie haben nicht viel zu verlieren in diesem Moment. Oder? Und eben, wie gesagt, wir sind dann ein bisschen passiv geworden. Und wenn man, ja, wenn man einen Fehler 2 macht, eben, vielleicht einen blöden Wechsel noch hier Support nicht hat und hinterher raus nicht sauber kommt, dann ist man dann immer unter Druck. Es gibt einem anderen Team dann einfach ein bisschen mehr Schub, ein bisschen mehr Motivation. Und vor allem, eben, wenn sie das Goal machen nach 1 Minute, ist das, was sie wollen natürlich. Und wie gesagt, dann noch das Zweite. Es war schon gerade heikel gewesen in diesem Moment. Oder? Aber ich denke, dort haben wir gut reagiert. Zusammengestanden, haben dicht gemacht hinter Fippo Wüttrich wieder gut gehabt natürlich. Und sehr wichtig für uns gewesen. Und, ja, wie gesagt, am Schluss sehr viel Nerven gebraucht. Aber ich glaube, jetzt spielt es nicht mehr so. Also spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir haben den Sieg gewonnen. Also das Spiel gewonnen und das ist das Wichtigste in dem Moment. Jetzt. Genau, also Sieg ist das Wichtigste. Alles andere ist Nebensächsler, vorher schauen. Jetzt habe ich letzten Sonntag neben dir auf der Pressetribüne dürfen hocken. Aus bekannten Gründen. Du bist wie ein Spieler auf der Pressetribüne. Was geht da mit dir ab, wenn du nicht darfst spielen? Ich bin glücklich, wie ruhig das du bist. Ja, eben, wie gesagt, ich bin voll dabei. Wie auf Fine, ich mache mit, ist da auf. Und das ist ein bisschen wie ein Fan, ja. Ich liebe das Hockey und das ist einfach, ich bin voll dabei, egal, auch wenn ich daheim schaue. Ja, die Frau kann es bestätigen, aber nein, ich bin voll dabei. Es braucht mich, ich kann nicht einfach ruhig da hocken, es kribbelt mich und dann muss ich einfach so etwas sagen. Ja. Also ich kann es bestätigen, er lebt mit. In 3x 20 Minuten, das war volle Dose neben mir. Also, das kann ich bestätigen. Schön, jetzt schauen wir für das nächste Spiel, Freitag. Was läuft jetzt noch in der Mannschaft innen ab? Bis zum Freitag. Training, spezielle Sachen oder was ist schon geplant? Planen, also ganz genau wissen wir es noch nicht, das kommt jetzt sehr aus noch. Ich habe jetzt aufgekommen, habe nicht ganz alles mitbekommen, aber normalerweise wird natürlich viel essen, geht sofort gut trinken, dann möglichst viel schlafen, wenn es geht. Häufig ist es so, dass wenn wir 3 Spiele in der Woche haben, dass wir jetzt nur einen Tag Pause haben, dass wir ein freiwilliges Training haben auf dem Eis. Aber die, die nicht aufs Eis gehen, die gehen meistens aufs Velo oder joggen, einfach aktiv in der Erholung, dass man wirklich so Müdigkeit aus den Beinen kann holen kann. Erholen. Das ist das Nummer 1 im Moment, einfach wirklich erholen. Und es sind 2 Spiele wieder in den nächsten 4 Tagen und möglichst viel Energie tanken. Anschlussfrage, viel essen, was heisst das? 3 Teller Spaghetti? Oder was sagst du jetzt? Ja, wir sehen mal, natürlich. Ja. Desto mehr, je besser. Aber häufig ist es halt der Fall, dass man nicht so hungrig ist nach so einem Spiel. Es ist meistens ein Reinwürgen, so aber es ist wirklich enorm wichtig. Also, es gibt natürlich auch noch Shakes, die auch noch Kohlenhydrate haben. Das hilft ein bisschen einfacher zum Trinken in diesem Moment. Aber Proteine natürlich auch und Kohlenhydrate. Ja, ist gut. Das Wichtigste. Super, merci vielmals.